Hey Leute, heute zeige ich euch meinen aktuellen Alltags-Make-up-Look, der übrigens auch super schnell nachzuschminken ist. Ich zeige euch, welche Produkte ich verwende. Ich benutze ja insgesamt momentan eher weniger Foundation und eher weniger auf der Haut, wie ihr sehen könnt. Einfach aufgrund von Baby, Hitze und Mundschutz und so weiter und so fort. Und in dem Zug möchte ich euch auch ein paar tolle neue Produkte zeigen. Also wenn ihr sehen wollt, wie mein Alltags-Look so entsteht, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auf jeden Fall noch meinen Kanal, so könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Viele wissen gar nicht, wie wichtig Abonnenten für uns Content Creator sind und deswegen möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Damit die Base heute auch super schön ebenmäßig aussieht, auch mit wenig Produkten, werde ich heute mit der Gesichtspflege beginnen, denn ich habe hier ein paar tolle neue Produkte, die ich euch zeigen möchte in dem Zug. Gerade auch bei der Hitze und mit der Maskenpflicht trage ich selbst momentan super ungern Full-Face-Make-up. Einfach erstens, weil es zu heiß ist und durch die Maske. Ich finde es einfach unerträglich, mit einem Full-Face-Make-up-Look oder einfach mit zu viel Produkt im Gesicht rumzulaufen, ganz ehrlich. Deswegen ist mir aktuell die Gesichtspflege irgendwie tatsächlich wichtiger als das Make-up selber, einfach weil ich das momentan nicht ertragen kann. Ich habe auf jeden Fall hier ein paar neue Produkte von Youtiful bekommen. Ich habe hier einmal das Prio Number One Your High-Tech Face Cleanser. Mit dem werde ich jetzt heute erstmal mein Gesicht reinigen. Ich starte heute eben komplett von vorne. Der Cleanser reinigt einfach die Haut ganz gut und befreit die Haut eben von diesen ganzen Giftstoffen, von diesen Abfallprodukten, die über Nacht eben entstehen auf der Haut. Und ich finde das Gefühl ganz angenehm. Vor allen Dingen ist der Cleanser auch recht mild, was mir persönlich ja immer super wichtig ist. Und warum ich Youtiful ganz interessant finde, so generell, weil die ganzen Produkte klimaneutral hergestellt werden und auch kein Mikroplastik enthalten, komplett vegan sind, tierversuchsfrei und keine Silikone, Mineralöle oder Parabene drin haben. Und deswegen spricht mich die Marke sehr, sehr an. Ich habe mein Gesicht jetzt ein bisschen angefeuchtet, weil ich das einfach lieber mag, wenn die Haut so ein bisschen feucht ist. Und dann nehme ich mir was von dem Gel. Es ist so ein bisschen milchig und dickflüssig, wie ihr sehen könnt. Also ich mag diese Textur sehr, sehr gern. Diese milchigen, cremigen Texturen sind einfach voll mein Ding. Und damit reinige ich jetzt erstmal mein Gesicht. Ich bin tatsächlich gerade eben aufgestanden. Es lässt sich schön verteilen. Es schäumt jetzt nicht besonders, wie ihr sehen könnt, aber es fühlt sich sehr gut an. Es hat auch so feuchtigkeitsspendende Eigenschaften. Also das ist jetzt kein Waschgel, was die Haut mega austrocknet. Und deswegen mag ich das sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier das Prio Number 2 Your High-Tech Face Tonic, also ein Gesichtswasser. Ich benutze ja nach der Reinigung immer Tonic. Das ist hier so ein ganz leichtes Wässerchen. Ich träufel das hier auf mein Wattepad drauf und tupfe es so auf meine Haut drauf und streiche so ganz sanft drüber. Es soll einfach so die Talgproduktion regulieren, insgesamt so die Haut wieder ausgleichen nach der Reinigung. Und beruhigen, weil auch Panthenol enthalten ist. Und ich habe auch gesehen, dass es Glykolsäure enthält. Das hat nochmal so einen peelenden Effekt. Falls ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich Glykolsäure total liebe. Ich finde, es hat einen super tollen Effekt auf meine Haut. Dann benutze ich hier von Youtiful auch noch ein Serum. Und zwar der Vitamin Booster, der gefällt mir auch ganz gut. Und zwar ist da Vitamin A, C und E drin. Ich lese euch mal kurz vor, was diese Vitamine alles bewirken sollen. Und zwar soll die Zellgeneration verbessert werden. Es soll einfach so eine optische Faltenglättung geben und auch Altersflecken optisch reduzieren, was natürlich toll ist. Und es kommt hier mit so einer Pipette. Ich trage den übrigens pur auf dem ganzen Gesicht auf. Man könnte das auch in die Pflege mischen, aber ich mag es pur einfach ganz gerne. Und ihr seht gleich, habe ich so einen schönen Glow auf der Haut, weil es auch so schön feuchtigkeitsspendend ist. Und da sieht meine Haut gleich wieder super lebendig aus. Meine Haut ist jetzt auf jeden Fall ready. Und zwar benutze ich jetzt dieses Produkt hier. Und zwar den Perfect Tint Your Tinted Face Cream. Ihr habt richtig gehört, ist eine getönte Tagespflege. Ich bin ja normalerweise gar nicht der Typ für sowas. Aber seitdem diese Maskenpflicht eben da ist und seitdem ich auch ein Baby habe, bin ich so auf den Geschmack gekommen, einfach so getönte Tagespflegen zu benutzen. Einfach weil es schneller geht und ich momentan auch gar nicht so richtig Lust habe, mich einfach zu viel zu schminken, habe ich ja schon gesagt. Mit so einer getönten Tagespflege kann ich zumindest meine Haut einigermaßen in den Griff bekommen, dass sie ein bisschen ebenmäßiger aussieht.
ohne dass ich jetzt groß was betreiben muss. Wisst ihr, was ich meine? Momentan fühle ich mich mit meinen Makeln eigentlich ganz wohl, muss ich sagen. Diese Creme ist erstmal so weißlich, die passt sich aber dem Hautton ganz gut an. Ich trage aber davon nicht zu viel auf. Die kann man auch ganz schön verteilen. Also ich mag das Aussehen einfach. Und wenn man das dann hier einarbeitet, seht ihr das, dann färbt die sich einfach so ein. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sich das bei einer Haut verhält, die ganz, ganz hell ist oder ganz, ganz dunkel ist. Ich kann es natürlich jetzt nur bei mir beurteilen. Ich bin momentan auch relativ gebräunt. Also momentan passt es sehr, sehr gut zu mir. Ich mag das Aussehen sehr gerne. Ihr seht, mein Teint sieht gleich ebenmäßiger aus. Man sieht die Rötungen nicht mehr so stark. Man kann aber natürlich meine großen Pickel, die ich hier habe, immer noch deutlich sehen, was natürlich logisch ist bei einer getönten Tagespflege. Aber die decke ich nachher so ein bisschen noch gezielter ab, damit die nicht ganz so ins Auge stechen. Und hat übrigens natürlich auch eine feuchtigkeitsspendende Eigenschaft. Also es ist natürlich eine Pflege, die einfach, ja, getönt ist. Super praktisch. So, bevor ich noch meine Pickelchen hier gezielter abdecke, werde ich noch einen Concealer benutzen. Also Concealer benutze ich immer, egal bei welchem Make-up. Also ohne Concealer geht bei mir gar nichts. Ich habe hier einen von Essence, und zwar den Stay Natural Plus Concealer, den ich auch sehr, sehr gerne verwende. Davon trage ich aber jetzt nicht super viel auf, sondern ich schaue einfach nur, dass ich, diese Augenschatten so ein bisschen abdecke. Bei mir sieht es einfach so aus, als hätte ich einfach ein blaues Auge. Es schimmert einfach so blau. Deswegen brauche ich schon auf jeden Fall Concealer. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich hier so komische rote Flecken hier im Auge habe. Ich hatte ja eine Augenlaser-OP und dieser Fleck ist immer noch nicht weggegangen. Ich glaube, das braucht einfach noch ein paar Wochen. Wie so ein Bluterguss im Auge. Den Concealer setze ich jetzt auf jeden Fall noch mit dem Manhattan Soft Matte Loose Powder. Und jetzt werde ich eben gezielt diese Pickelchen noch abdecken. Ich benutze momentan gerne von Cadea Vera diesen Anti-Pickel-Abdeckstift. Das ist der mir momentan am besten gefällt. Ich habe noch keinen gefunden, ja, der mir besser gefällt. Vielleicht habt ihr noch eine Empfehlung für mich, wenn es um Anti-Pickel-Abdeckstifte geht. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich gehe hier einfach gezielt auf diese Pickelchen drauf und decke die einfach noch so ein bisschen ab, damit sie nicht ganz so ins Auge fallen gleich. Wenn ich gar keine Lust habe, mich zu schminken, dann trage ich einfach nur so ein bisschen Anti-Pickel-Abdeckstift drauf, damit es wenigstens ein bisschen ebenmäßiger aussieht. Ich will jetzt aber trotzdem nicht unbedingt, dass die Leute mich anschauen und erst an Pickel denken, wenn sie mich ansehen. Ich werde jetzt noch schnell meine Augenbrauen ein bisschen nachzeichnen, einfach weil ich das einfach persönlich mag, wenn die Augenbrauen auch gemacht sind. Ich finde, das macht beim Look auch sehr, sehr viel aus. Also auch wenn ich kein Full-Face-Make-up-Look trage und auch wenn ich nur Alltags-Make-up mache, meine Augenbrauen mache ich einfach immer. Nur kleine Akzente, so ein bisschen die Lücken auffüllen, und das macht gleich so einen ganz anderen Look draus. Ich benutze übrigens super gern von Benefit dieses Brow Powder. Als Mascara-Kombination benutze ich schon seit langem super gerne diese hier. Und zwar habe ich einmal hier von Judith Williams die Intensifying Mascara Base. Das macht die Wimpern einfach noch so ein bisschen voluminöser, hält aber auch die Mascara ein bisschen besser, weil die eben nicht waterproof ist. Ich habe hier die Maybelline Lash Sensational, das ist meine absolute liebste Mascara. Und die ist leider nicht waterproof und stempelt nach einer Zeit so ein bisschen ab. Aber wenn ich diese Base hier drauf gebe, dann passiert es eben nicht ganz so schnell, hält auch ein bisschen besser und macht noch so ein bisschen zusätzliches Volumen rein. Benutzt ihr eigentlich sowas wie Mascara Base? Würde mich mal interessieren, ob ihr da irgendwelche tollen Produkte kennt. Vielleicht probiere ich auch mal was Neues aus. Habt ihr irgendeine Empfehlung? Würde mich mal interessieren. Zurzeit benutze ich hier im Wangenbereich höchstens irgendwie einen schimmernden Blush oder so. Manchmal benutze ich auch einfach gar nichts, einfach wegen der Maske. Ich mag das einfach nicht, wenn ich dann zu viel hier in diesem Bereich habe. Aber man geht ja auch manchmal zum Essen oder so, und dann nimmt man die Maske ja auch wieder runter. Deswegen benutze ich, wenn ich was benutze, auf jeden Fall einen schimmernden Blush. Und hier habe ich zum Beispiel einen von Ofra, der mir ganz gut gefällt. Das ist das Blush Duo in der Farbe Chiclet.
Und die beiden Farben werde ich jetzt ein bisschen miteinander mischen. Und den trage ich jetzt nur ganz sanft hier so im Bäckchenbereich auf. Normalerweise würde ich persönlich jetzt nur eine Lippenpflege aufgeben, einfach weil ich hauptsächlich nur zu Hause bin in Elternzeit und ich das für zu Hause so ein bisschen unnötig finde mit Lippenstift. Aber wenn ich jetzt ins Büro gehen würde, ich muss ja ab Ende des Jahres wieder arbeiten, dann würde ich auf jeden Fall noch eine Lippenfarbe auftragen. Aber auch wenn es nur was Dezentes ist, ich brauche einfach immer irgendwas Farbiges auf den Lippen. Und für diejenigen, die auch jetzt natürlich zur Arbeit gehen und es möchten, habe ich eine ganz coole Sache hier. Von Utiful gibt es nämlich einen Liquid Lipstick und zwar den Velvet Love No Microplastic Lip Color, wie der Name schon sagt, ohne Mikroplastik, was ich sehr cool finde. Hier habe ich eine Farbe und zwar die Farbe Red. Der ist wirklich sehr, sehr gut pigmentiert, wie ihr sehen könnt, und hat so eine schöne, musige Textur. Es fühlt sich dementsprechend auch nicht zu krass austrocknend an, also ein sehr, sehr schönes Tragegefühl. Obwohl er komplett runtertrocknet und kussfest wird, ist das Tragegefühl dennoch sehr, sehr angenehm. Das ist wirklich ein wunderschöner, knalliger Rotton, hat so was leichtes Pinkes drin. Ich liebe diese Farbe, ich liebe rote Lippenstifte einfach über alles. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was ihr zu meinem aktuellen Alltags-Make-up sagt und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr momentan so für euer Alltags-Make-up benutzt und ob ihr euch aktuell überhaupt schminkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet natürlich beim nächsten Video auch wieder rein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Utiful für die Zusammenarbeit und hoffe natürlich, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis bald!